Joachim Jambi, 57, revidiert sein Let's Dance-Urteil. Der ehemalige Profitänzer vergibt auch in diesem Jahr wieder seine Punkte in der beliebten Show. Dabei ist der Duisburger wie immer streng und hebt nur selten die Zehnerkelle. Für Bastian Bielendorfer, 37, reichte es am Freitagabend zu gerade einmal einen Punkt von Jambi, doch am liebsten hätte dieser dem Autor noch weniger Punkte gegeben. Gegenüber RTL brachte der Chefjuror nach der Sendung zum Ausdruck, wie genervt er von Bastians humorvollen Auftritten ist, im Grunde hätte man ihm 0 Punkte geben müssen. Das war ja Tanzverweigerung. Er hat 2-3 Takte Cha-Cha-Cha getanzt, das war es. Der frühere Profi fügte noch hinzu, er macht immer die gleiche alberne Nummer. Bastian und seine Partnerin Ekaterina Leonova, 34, hatten am Freitag zu der Partyhymne Sexy and I Know It performt. Dafür schmiss sich der 37-Jährige in ein aufgepustetes Sixpack-Kostüm, auf der Brust prangte ein Jambi-Schriftzug mit einem Herz. Insgesamt bekam er dafür jedoch nur 7 Punkte von der Jury.